Ihr habt uns vielleicht besiegt, aber dieses Kind werdet ihr nie wiedersehen. Oh nein, nein! Oh, Edora! Das Schwert! Ist es möglich? Nach so langer Zeit? Bist du immer noch nicht fertig, Adam? Ein Leckerbissen wie mein berühmtes Gewürzbrot braucht seine Zeit, Cringer. Ich verbringe meine Zeit lieber mit Fressen als mit Kochen. Adam? Adam? Hey, was ist los? Sei still, die Sorceress nimmt telepathisch mit mir Kontakt auf. Ihr müsst sofort nach Schloss Grayskull kommen. Schnell, es ist unwahrscheinlich wichtig. Ich bin schon unterwegs. Wenn das ein Tor ist, wo führt es denn hin? Das kann ich dir nicht sagen. Das Tor hat sich noch niemals geöffnet. Und du möchtest, dass ich da durchgehe, um jemanden in der Welt zu suchen, in die es führt? Ich würde selbst gern gehen, aber wie ihr wisst, ist meine Macht nur auf dieses Schloss beschränkt. Und du kannst mir nicht sagen, wer die Person ist, oder? Streckt eure Hände aus. Dieses Schwert soll euch zu demjenigen führen, den ihr sucht. Bis auf den Diamanten sieht dieses Schwert genauso aus wie meins. Und so wie eures ist auch dieses für jemanden mit einem besonderen Schicksal bestimmt. Aber wie? Adam, bitte stellt mir keine weiteren Fragen. Bevor ihr jene Person nicht gefunden habt, so lange muss ich schweigen. Von eurem Erfolg könnte das Schicksal des Universums abhängen. Bist du bereit für ein Abenteuer, Cringer? Abenteuer, was? Ich hab ja noch nicht mal mein Mittagessen bekommen. Geht jetzt durch das Tor, Prinz Adam. Ich wünsche euch viel Glück. Nun, da wären wir, Cringer. Nette Gegend, hä? Es wäre noch netter, wenn es hier was zu futtern geben würde. Ich bin am Verhungern. Da hinten ist ja ein Dorf. Lass uns da hingehen. The Laughing Swarm Inn. Scheint ein lustiger Laden zu sein. Riechen tut's ja auch gut. Guten Tag. Denkst du, das ist ein Spion der Hordes, Cole? Glaube ich nicht. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Wenn er einer von den Hordes wäre, so würde er doch nur lachen, wenn er jemand anderem was Übles angetan hätte. So machen die das immer. Willkommen im Laughing Swan, Fremder. Womit können wir euch dienen? Ui, wie wär's mit dem kleinen Fräschchen? Oh, höre ich richtig oder habe ich mich verhört, euer Tier? Spricht ja. Das tun wir doch alle, nicht wahr? Also, um auf das Essen zurückzukommen. Oh, bitte, ich nehme schnell eine Portion Fisch, eine große Portion. Eine große Portion Fisch, kommt sofort. Oh Mann, da ist der Fisch. Danke. Ich glaube, es wird mir hier gefallen, Adam. Auf der anderen Seite will ich doch lieber nach Haus, Adam. Der Anblick von denen gefällt mir ganz und gar nicht. Dann tu doch das, was ich tue. Schau einfach nicht hin. Da kommen Soldaten. Die Hordes. Langsam, langsam, ruhig bleiben. Bleib ganz ruhig.
ruhig, wir wollen doch kein Ärger haben. Du, Barde, spiel weiter, aber was Schönes. Klasse. Was soll das? Ich mag das Stück nicht. Oh, meine Harfe, du mieser Schuft, du verdammte Ratte! Was hast du zu mir gesagt? Erteil dem Musikus eine Lektion, Mark. Bitte sehr, ich wollte euch nicht beleidigen, nicht unhöflich sein. Weißt du, was ich jetzt mit dir machen werde, Musikus? Du könntest dich entschuldigen. Ein mutiger Mann, oder? Oh, ein dummer Mann ist hier treffender, oder? Du hast ein lockeres Mundwerk, Bürger, aber du wirst den Mund nicht mehr so weit aufmachen, wenn du erstmal ans Ruder einer Galeere angekettet worden bist. Gut, dass Methila den Griff neulich beigebracht hat. Du bist verhaftet. Nein, du machst hier niemanden zum Sklaven, Hordak-Männchen. Noch ein Unruhestifter, schnappen wir sie uns beide. Ich hab gewusst, dass das passieren würde. Wem hat das schon wieder Ärger? Darf ich dir Gesellschaft leisten? Ergib dich, Bürger. Ich bin kein Bürger, ich bin ein Rebell. Ergib dich. Danke. Nichts zu danken. Gern geschehen. Jetzt könnt ihr was erleben. Ich würde sagen, es wird Zeit, Ihnen den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Eins, zwei und drei! Mein Name ist Adam. Ich heiße Bo. Freut mich, dich kennenzulernen, Adam. Oh Mann, ich will ja kein Unheilsprophet sein, Bo, aber was wird passieren, wenn die Hordes das erfahren? Wird man uns dann sofort eine Armee auf den Hals schicken, mein Freund? Du hast recht, Kaul. Du kommst besser mit, Adam. Sie werden auch hinter dir her sein. Wohin gehen wir? Nach Whispering Woods natürlich. Von nun an, mein Freund, gehörst du auch zu der großen Rebellion. Schlechte Nachrichten aus dem Königreich Bright Moon. Sprich. Drei unserer Soldaten wurden im Dorf Famer von zwei Männern beleidigt, die behaupteten, Rebellen zu sein. Hey, hör zu. Wir müssen uns um etwas Wichtigeres kümmern, Hordak. Was meinst du da mit dem Shadow Weaver? Mit Hilfe meiner schwarzen Magie habe ich herausgefunden, dass ein Fremder aus einer anderen Welt nach Etheria gekommen ist. Und er wird Gefahr für uns und die Horde sehen. Wo ist dieser fremde Shadow Weaver? Er war im Königreich Bright Moon. Aber meine Zauberkräfte vermögen ihn nicht mehr aufzuspüren. Bright Moon, was sagst du dazu, Hordak? Könnte dieser Fremde vielleicht für die Niederlage unserer Soldaten verantwortlich sein? Was meinst du? Ja, vielleicht war er das, Ketra. Schickt Force Captain Adora zu mir. Und zwar sofort. Ich habe einen Plan, wie ich diesen Fremdling aus seinem Versteck locken kann. Und dann werden wir ihn lehren, dass es nicht gut ist, sich mit dem bösen Hordes anzulegen. Wir werden gleich da sein. Ach Gott sei Dank, ich bin fix und fertig. Halt! Im Namen der großen Rebellion! Wo ist er denn hin?
Dummkopf, wir sind's. Hey! Oh, oh, Kaul. Entschuldigung, ich dachte, es wären Soldaten der Hordes. Wer ist denn das? Das ist Sprague, ein Kobold. Sie leben in dem Whispering Woods. Sprague, lauf bitte vor und sag Glimmer, dass wir zwei neue Rekruten mitbringen. Ja, Sir! Entschuldige, dass ich die Angst angejagt habe, Miezekatze. Miezekatze? Das ist es, Adam. Das Hauptlager der großen Rebellion. Von groß kann ja wohl kaum die Rede sein, nicht wahr? Sehr scharfsinnig, Freund Gringer. Da magst du wohl recht haben. Ja, im Moment ist es noch eine sehr kleine Rebellion. Komm mit, Adam. Ich möchte unsere Anführerin vorstellen. Glimmer, ich bin wieder da. Wow, wo bist du gewesen? Ich... Oh. Glimmer, das ist Adam. Freut mich, Glimmer. Adam hat mir geholfen, ein paar Burschen der Hordes eine Lektion zu erteilen. Madame kommt, Madame kommt! Madame, kommt mit! Oh, oh, links, Besen! Nein, nein, rechts! Oh, oh! Ein Baum oder zwei, Bo? Sagen wir drei. Drüber weg. Nein, nein, drunter durch. Drunter durch. Oder vielleicht besser außenrum. Hm? Oh, Besen. Drei, du hattest recht. Du meine Güte, ist ja gerade noch mal gut gegangen. Aber Besen, die Landung müssen wir noch mal üben. Da stimme ich dir zu. Madame Rance, ist alles in Ordnung? Gütiger Himmel, ja, Kind. Aber da war noch irgendwas Wichtiges, das ich euch erzählen wollte. Was war das denn noch? Na, das kleine Dorf Temur und die Sache mit den Hordes. Ja, richtig, das war's. Die Hordes haben alle Leute das ganze Dorf unter Arrest gestellt. Aber wieso denn? Drei ihrer Soldaten sind von zwei Männern vermöbelt worden, die behauptet haben, Rebellen zu sein. Ups. Den Soldaten eine Lektion erteilt, hm? Seht ihr, was ihr angerichtet habt? Die Hordes verlangen, dass sich die Übeltäter stellen. Und wenn nicht, werden sie alle Dorfbewohner als Sklaven in die Mine schicken. Das bringen die fertig, diese Fieslinge. Nun gut, ich kann nicht von dir verlangen, dass du dich opferst, Adam. Vielleicht geben sie sich ja mit mir allein zufrieden. Moment, es muss doch einen Weg geben, das Dorf zu retten, ohne sich zu opfern. Oh, die Hordes haben einen Force-Captain und vier ihrer übelsten Schurken ins Dorf geschickt. Ich fürchte, gegen die bösen Burschen können wir nichts ausrichten, oh nein. Ich habe hier einen Freund und der würde uns vielleicht helfen. Wenn wir die große Rebellion wirklich wollen, dann sollten wir jetzt auch anfangen. Wir helfen dir, Glimmer. Wir haben keine Angst vor den Hordes. Ja! Also gut, Freunde, retten wir Temur. Das ist ein Sklaventransporter der Hordes. Sie treiben die Dorfbewohner schon rein. Madame Rance will sie befreien, während wir anderen die Hordes beschäftigen. Das hört sich doch gut an, nicht wahr? Was ist mit deinem besagten Freund, Adam? Oh, er wird bereit sein, wenn es soweit ist, Bo. Bo wird das Signal zum Angriff geben. Wir gehen jetzt alle auf unsere Position. Und viel Glück! Ja! Das ist doch reine Zeitverschwendung. Diese Rebellen werden sich nicht stellen. Wir sollten einfach das Dorf zerstören. Dann hätten wir wenigstens ein bisschen Spaß. Was meint ihr? Das würde sie niemals zulassen. Quatsch, wen kümmert die denn? Sie zur Anführerin zu machen, war auch ein Fehler. Und wenn sie nicht Hordaks Liebchen wäre, wäre sie niemals auf... Was hast du gesagt, Leech? Das war wirklich nicht wichtig, Force Captain. Ihr vier solltet euch lieber in Acht nehmen. Die Rebellen scheinen mutiger zu sein als die meisten anderen. Oh, bitte, macht ihr mal um uns keine Sorgen. Wir sind immer zum Kämpfen bereit. Also, wir wären dann soweit, Bo. Es ist Zeit, das Signal zu geben. Dann hoffen wir mal, dass Madames Zauberpfeil auch funktioniert. Oh, was ist das? Oh. Im Namen von Bright Moon! Greift an! Meine Betäubungsstrahlen werden sie stoppen. Ja, Trevor, los doch!
Warte, Glimmer. Ich komme. Lass sie los, du Widerling. Erst wenn ihre Energie abgepumpt ist, sie keine Kraft mehr hat und hilflos ist. Jetzt bist du erledigt, Rebell! Bei der Macht von Heimstar! Schön, die Rebellen wären kampfunfähig. Ihr habt noch nicht gewonnen. Ich schlage vor, ihr lasst meine Freunde gehen. Wer ist denn das? Noch ein Rebell, zweifellos. Aber mein Schockgewehr wird ihn aufhalten. Catra! Scorpia! Jetzt bist du dran, Muskelprotz! Das ist aber nicht sehr damenhaft. Aber von einer richtigen Dame hast du sowieso nicht sehr viel. Helft mir! Hilfe! Catra ist in Schwierigkeiten. Vergiss sie. Kümmere dich um ihn, Mantana. Die Strahlen zerstören mein Gleichgewichtssinn. Ich kann mich nicht mehr auf den Beinen halten. Ha, mein Gleichgewichtszerstörerstrahl hat ihn niedergerungen. Nimm das, du Käferfratze. Kümmer du dich um den Force-Captain, Großer. Ich helfe unseren Freunden. Einverstanden. Bleib, wo du bist, Rebell. Oh nein! Bleib mir vom Leib. Der Kampf ist vorüber, mein Fräulein. Nanu? Also du bist diejenige, die ich finden sollte. Ach ja, was du nicht sagst. Du bist mein gefangener Fremdling. Und das Erstaunliche, Schwert gehört mir auch. Wessel, Wessel, Diesel, Dassel. Wessel, Wessel, Bissel, Bassel. Ich hoffe, mit ihrem Zauberspruch findet sie He-Man. Ich hoffe, sie kriegt den Zauberspruch noch zusammen. Es ist nämlich ein sehr alter Zauberspruch. Und Madame ist eine sehr alte Zauberin. Wessel, 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 bitte zeig uns, wo unser Freund jetzt ist. Oh, es funktioniert. Oh, du meine Güte, allmächtiger Hilf. He-Man ist auf Beast Island. Beast Island? Wieso sollten die Hordes einen Gefangenen an einen so furchtbaren Ort schaffen? Ich habe gehört, dass sie dort ein Gefängnis haben. Wenn He-Man dort ist, auf was warten wir noch? Geduld, Battle Cat. Es ist nicht so einfach, nach Beast Island zu kommen. Sie liegt weit draußen im Meer und uns fehlen Flugmaschinen, wie sie die Hordes haben. Ich glaube, das Problem kann ich lösen. Niesel, Morsel, Niesel, Miss, gib uns schnell ein feuriges, feines Schiff. Oh, da
ist wohl etwas schiefgelaufen. Du hast Feuriges gesagt. Richtiger wäre Fliegendes. Ach, ist das so? Oh, du meine Güte, ich muss mich etwas mehr konzentrieren, nicht wahr? Oh, es hat geklappt, na endlich. Das Luftschiff wird uns hinbringen können. Auf geht's nach Beast Island. Kommt ihr dran, Susan, wir müssen einen Freund befreien. Spar dir deine Befreiungsversuche. Dieses Energiefeld ist so programmiert, dass es selbst deiner Kraft widersteht. Ich bin Adora, Force Captain Adora. Und wie heißt du? Mein Name ist He-Man. Dieses Schwert, das du bei dir hattest, fasziniert mich, He-Man. Ich habe das Gefühl, als wäre es für mich gemacht. Ich dachte auch, es wäre so. Jetzt denkst du das nicht mehr? Ich sollte das Schwert jemandem übergeben, der den Mächten des Guten dient. Aber du dienst den Mächten des Bösen. Des Bösen? Du bist derjenige, der dem Bösen dient, Rebell. Ich diene den rechtmäßigen Herrschern von Etheria. Das ist aber nicht die Meinung der Bevölkerung. Oh, deine Rebellenfreunde haben dich angelogen, He-Man. Die meisten der Bürger stehen auf der Seite der Hordes. Ja, aber nur, weil sie alle Angst haben. Und das aus gutem Grund. Lügner, die Hordes sind gerecht, freundlich, großzügig und warmherzig. Das kannst du nicht im Ernst glauben. Hast du nicht gesehen, wie die Hordes die Menschen behandeln? Die meiste Zeit meines Lebens war ich im Trainingslager in der Angstzone. Ich weiß nicht viel über die anderen Teile des Landes. Dann musst du sie dir ansehen. Und zwar schnell. Oder hast du Angst, die Wahrheit über die Hordes zu erfahren? Ich habe vor gar nichts Angst. Dann geh und sieh dich um. Ich denke darüber nach. Da unten ist die Insel Beast Island. Ich werde Madame bitten, die Landung vorzubereiten. Oh, schön. Eine zauberhafte Art zu reisen. Findest du nicht auch, Pooh? Ja, ich will angenehmer, als mit dir zu fliegen. Wir haben Beast Island erreicht. Du solltest jetzt... Oh, oh, wir kriegen gleich Probleme. Ich glaube, vor uns sind ein paar Eindringlinge, die sich auch Beast Island nähern wollen. Ich könnte sie mit einem Zauber aufhalten. Du willst mir wohl den ganzen Spaß verderben. Nein, das mache ich selber. Der Jet kommt direkt auf uns zu. Wir stürzen ab. Unternehmt doch irgendwas. Die werden wir los. Und nun zu unserem geheimnisvollen Fremden. Was ist? Was fehlt dir? Ich habe zu viel Kraft verbraucht. Ich bin zu schwach. Ruh dich aus. Ich fürchte, das geht nicht. Die Hordes werden ihre Männer herschicken. Das Beste ist, wenn wir uns ganz schnell von hier verkrübeln. Setz Glimmer auf meinen Rücken. Ich werde sie tragen. Oh, vielen Dank, Battlecat. Sammle neue Kräfte, denn die wirst du brauchen, wenn wir He-Man befreien. Stolz auf dich, mein Kind. Du hast den Hordes einen großen Dienst erwiesen, indem du diesen Fremden gefangen genommen hast. Danke, Shadow. Er nennt sich selbst He-Man. Ja, ich bin auch stolz auf dich, Adora. Danke, mächtiger Herrscher. Kann ich jetzt zurück in die Schreckenszone? Dort habe ich noch was zu erledigen. Natürlich, Kind. Geh nur. Ich verspüre einen gewissen Argwohn bei ihr. Ich glaube, man muss sie im Auge behalten. Man kann ihr vertrauen. Meine Erziehung und deine Zauberkraft garantieren uns das. Ich hoffe, dass es so ist. Wir müssen auf der Hut sein, umsonst heißt dieser furchtbare Ort nicht Beast Island. Kein Grund zur
Nur Panik, Madame, nur die Ruhe. Bis jetzt haben wir noch keinen einzigen... Was war das? Nichts, was ich gerne zum Tee haben würde. So viel ist schon mal sicher. Ach du meine Güte. Deine Reaktion kann ich doppelt unterstreichen, Madame. Da bin ich ganz deiner Meinung, Boo. Das Monster nicht lange aufhalten. Lass dir einen Zauberspruch einfallen, Madame. Oh, Razzle Dazzle, Holz und Rinden, lass das furchtbare Gestrüpp verschwinden. Lass das furchtbare Monster verschwinden, nicht das furchtbare Gestrüpp. Ups. Hui, dürfte ich vorschlagen, dass wir um unser Leben rennen sollten? Das war verdammt knapp. Danke, Battlecat. Bo, bist du verletzt? Geht es dir gut? Was ist los, Kaul? Mir scheint, du hast dir nur Sorgen um dich gemacht. Was? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, nicht um mich. Das sollte wohl ein Scherz sein. Halt, was wollt ihr sprechen? Force Captain Adora auf geheimer Mission für Hordak. Öffne das Tor, Soldat. So, Spirit, jetzt werden wir uns selbst einen Eindruck verschaffen und beweisen, dass He-Man gelogen hat. Hallo, Jungs. Ich kann nichts mehr sehen. Schlaft, meine schöne Runde, Freunde. Die Luft ist rein. Auf geht's. Bewegt euch, Sklaven! Steh auf, wird's bald! Wasser, bitte. Wasser, bitte gib mir Wasser, ich brauche was zu trinken. Verstehe, du willst Wasser haben? Na schön, ich gebe dir Wasser. Hilfe, helft mir! Genießt du dein Wasser, alter Mann? Also, wie scheint, bleibt uns nur die Möglichkeit, in diese Richtung zu gehen. Kommt weiter. Mal sehen, wie die trottligen, komischen Rebellen damit fertig werden. Was war das? Hervorragende Schüsschen, Bo. Aber wir sitzen trotzdem noch in der Falle. Kommt weiter! Nein! 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 Nein, bitte nehmt ihn nicht mit. Sei still, Junge. Komm mit, du elender Klepper. Ja, aber Vater, tu doch etwas. Lass bitte nicht zu, dass er uns Whitey wegnimmt. Wir können nichts dagegen tun, mein Sohn. Hey, Jason, komm zurück, komm sofort her. Lass mein Pferd zufrieden. Lass mein Pferd zufrieden. Es gehört mir. Hau ab, du Schwachkopf. Verdammt, sie nehmen uns in die Zange. Madame, kannst du uns mit einem Zauberspruch helfen? Aber ja, da hätte ich schon das richtige Zaubersprüchlein. Razzle, Dazzle, Wizzle, Barf,
Zeit für euch zu werden ein Schaf. Oh weh, du meine Güte. Ich wollte sagen, zu fallen in Schlaf, nicht zu werden ein Schaf. Ich finde, das ist ganz in Ordnung so. Und jetzt schnell weg hier, bevor noch mehr Wachen herkommen. Was hat das zu bedeuten? Lars hat gesagt, die Steuern für die Hordes wären zu hoch. Das haben einige Soldaten mitbekommen. Und jetzt zerstören sie einfach das Haus von ihm. Nicht schon wieder ein Tor. Es kommt mir vor, als hätten wir hier schon 1000 Tore geöffnet. Wagen wir noch einen Versuch, Bo. He-Man muss ja hier irgendwo sein. Schaut, da ist er! Battlecat, pass auf! Willkommen auf Beast Island, ihr Rebellen. Hordak. Du Schurke, was hast du mit ihnen gemacht? Sie sind bloß für eine Zeit lang paralysiert. Du solltest eher fragen, was aus ihnen wird, wenn du uns nicht verrätst, was du in unserem Land zu suchen hast. Soll ich diese Hunde von Rebellen in eine Zelle schaffen lassen, mächtiger Herrscher? Ja. Ja, in die ungemütlichste, die wir haben. Und was dich angeht, He-Man, dir werden wir Zeit geben zu überlegen, was für einen Preis deine Freunde zahlen müssen für dein Schweigen. Komm, wir gehen, Shadow Weaver. Hoppla, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Kannst du mich losmachen? Aber sicher, wenn du dich einen Moment gedulden kannst. Also mal sehen, mit dem Knopf nicht, aber vielleicht mit dem. Oder vielleicht mit dem. Ich glaube, der Knopf ist es. Du hast es geschafft, danke. Suchen wir unsere Freunde. Ehrlich, ich habe genug von diesem Ort. Ich persönlich finde es ja auch recht ungemütlich. Das war ein schöner Rettungsversuch. Jetzt sitzen wir hier selber als Gefangene fest. Nanu? Es wird Zeit zu gehen, Freunde. Oh, He-Man! Sie geben Alarm, nichts wie weg hier. He-Man und die Rebellen, sie sind frei. Was? Verdammt! Fangt sie sofort wieder ein. Los doch! Alle Soldaten zum Korridor 9. Die Rebellen wollen entfliehen. Wohin jetzt? Wir beschaffen uns einen Flyer. Ist die einzige Möglichkeit, hier wegzukommen. Der Landeplatz der Hordes ist, glaube ich, auf der rechten Seite. Ja, da magst du recht haben. Oh, wir bekommen Gesellschaft. Da sind sie. Räumen wir sie aus dem Weg. Los, vorwärts! Wisst ihr, seit wir auf der Insel sind, macht es mir jetzt zum ersten Mal Spaß, Leute. Scheint der Landeplatz zu sein. He-Man da vorne. Sein, das glaub ich einfach nicht. He-Man, beeil dich! Startet und wartet auf mich vor der Insel. Ich habe hier noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Dann bis gleich. Whistler hat schändlich versagt. Dieser He-Man hat enorme Kräfte. Aber gegen meine Magie kommt er nicht an. Nein, wir bleiben jetzt erstmal ruhig und fliegen in die Heimat zurück. Bestimmt wird sich uns eine Gelegenheit bieten, da bin ich ganz sicher. Wie du willst. Was hat er wohl vor? Ich fürchte, die Aktion wird die Hordes ein Gefängnis kosten. Das Gefängnis werden die Hordes in Zukunft verzichten müssen.
So etwas habe ich noch nie gesehen, seit ich lebe. Du bist einfach phänomenal. Das war eine Kleinigkeit. Lasst uns nun zurück nach Whispering Woods fliegen. Es gibt da jemanden, den ich finden muss. Gut. Dieser He-Man könnte uns sehr gefährlich werden. Wir müssen herauskriegen, wieso er hier ist und wie wir ihn ausschalten können. Genau das wünsche ich mir. Adora, wo bist du gewesen? Ich habe mir selbst angeschaut, wie wir Etheria regieren. Und was hast du herausgefunden, Kind? Ihr habt mich angelogen, alle beide. Die Hordes sind böse, grausam und ungerecht. Die Menschen hassen uns und das aus guten Gründen. Irgendwie wirkt mein Zauber bei ihr nicht mehr richtig. Und ich spüre, dass das etwas mit dem Schwert in ihrer Hand zu tun hat. Dann verstärk wieder deinen Zauber, Shadow. Ich weiß nicht, wieso ich das früher nicht bemerkt habe, aber jetzt, wo mir klar ist... Oh, lass mich dir helfen, Kind. Bleib, wo du bist! Du würdest mir doch kein Leid antun, Adora. Bin ich nicht wie eine Mutter zu dir? Ich... Ja, Kind, du wirst die Dinge klarer sehen, wenn du etwas geschlafen hast. Erst taucht dieser He-Man hier auf und dann stellt sich auch noch Adora gegen mich. Hordak, vergiss nicht, wer sie wirklich ist. Ja, ja doch. Aber hab keine Angst. Wenn sie aufwacht, wird sie wieder in meinem Bann stehen. Und ich werde dafür sorgen, dass sie ihn nie mehr brechen kann. Und was das Schwert angeht, ich werde bald hinter sein Geheimnis kommen. Und hinter das von He-Man auch. Fertig. Sie ist dein Meisterstück. Was ist das denn? Das, Imp. Das ist die fürchterlichste Waffe, die jemals in den Arsenalen der Hordes gestanden hat. Seht her, der Magna Beam Transporter. Und was macht man damit? Pass auf. Siehst du diesen gepanzerten Streitwagen? Er ist bei der letzten Schlacht mit den Rebellen schwer getroffen worden. Ich kann nichts damit anfangen. Also? Was? Wo ist er denn hin? Schau doch auf den Bildschirm. Du hast ihn in das Tal der Verlorenen geschickt. Hohoho, ganz genau, Shadow. Und aus dem Tal der Verlorenen ist noch niemand zurückgekehrt. Hör zu, mit dem Magna-Beam werde ich mir endlich diese Plagegeister vom Hals schaffen, die sich selbst die Rebellen nennen. Bis jetzt konnten sie sich vor mir in den Whispering Woods verstecken. Aber diese verdammten Wälder bieten ihnen nicht länger Schutz. Wenn der Magna-Beam voll aufgeladen ist, werde ich die Whispering Woods ganz und gar in das Tal der Verlorenen schicken. Und all die verdammten Rebellen mit ihnen. Genial, wundervoll. Sollen wir es jetzt gleich machen? Noch nicht, nein. Der Strahl muss erst die volle Leistung haben. Und das dauert eine Weile, Shadow. Hier
hier im Thunder Room steht die Energiequelle für den großen Magna-Strahl. Der Strahl wird mit Willenskraftenergie betrieben. Da, dieser Rebell wurde gefangen genommen, weil er verhindern wollte, dass sein Bruder verhaftet wird. Und ich würde es wieder tun, du teuflischer Tyrann. Das Volk von Etheria wird sich nicht mit Gewalt vor dem Gesetz beugen lassen. Jetzt nicht und in Zukunft nicht. Wie ihr hören könnt, hat er eine sehr starke Willenskraft. Nur völlig fehlgeleitet. Er eignet sich sehr gut dazu. Nimm dich in Acht, Hordak. Eines Tages werden wir dich und deine Verbrecherbande von diesem Planeten vertreiben. Und dann wird Etheria wieder frei. Frei sein. Ich fühle mich so schwach und elend. Was geschieht denn mit mir? Ach, er hat weniger Kraft, als ich gehofft hatte. Unseren Magna-Beam aufzuladen dauert eine Weile bei solchen Schwächlingen. Wir müssen noch mehr Rebellen fangen. Was passiert denn später mit den Gefangenen? Sie geben hervorragende Diener für die Hordes-Generäle ab. Hab ich recht, Sklave? Ja, Meister. Aber Adam, Mission hin oder her, es ist töricht, allein in Hordaks Hauptquartier zu gehen. Ach, sei doch vernünftig. Man wird dich bestimmt gefangen nehmen. Bleib hier bei uns in den Whispering Woods. Auch die Whispering Woods sind nicht sicher vor den Hordes. Ich muss es wagen. Cringer, du bleibst hier. Du fällst zu sehr auf. Tut mir leid. Oh, das macht nichts. Ist nicht schlimm, Adam. Du solltest nicht allein gehen. Die Rebellenbruderschaft hält zusammen. Und wir... Gut gemeint, Bo. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, aber du wirst hier gebraucht. Außerdem fällt ein Mann weniger auf als zwei. Ich werde allein gehen. Du bist ein unwahrscheinlich mutiger Mann, Adam. Ich bewundere dich. Möge das Glück dich auf deiner Mission begleiten. Ja, Bo, danke. Danke vielmals. Macht's gut, Freunde. Scheint nicht einfach zu sein, sich da reinzuschleichen. Ich sehe nicht unbedingt aus wie einer von den Hordes. Aber vielleicht lässt sich das ändern. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Ich muss deine Freunde eingeholt haben, bevor sie ins Hauptquartier gelangt sind. Das war der letzte Gefangene aus den Kerkern. Wir brauchen noch mehr Power. Wachen! Schafft ihn weg und besorgt mir einen anderen Rebellen. Ich brauche mehr Gefangene. Hört ihr? Die Ostpatrouille müsste jeden Moment zurückkommen, Hordak. Vielleicht haben die noch ein paar Rebellen gefangen. Hoffen wir das Beste. Sind sie denn schon in Sicht? Ich werde es erkunden. Ja, da kommen sie. Aber ich sehe keine Gefangenen. Diese unfähigen, blöden Trottel. Es ist ihnen nicht gelungen, mir ein paar Rebellen einzufangen. Und dann haben sie auch noch einen ihrer Männer verloren. Nein, da kommt er ja. Er hat wohl nicht Schritt halten können. Moment mal, dieser Mann ist keiner unserer Soldaten. Das ist schon wieder dieser Rebellenkrieger Shadow. Aber diesmal wird er mir nicht wieder entwischen. Ich werde ihn fertig machen, ein für alle Mal erledigen. Warte, wir sollten nichts überstürzen. Dieser Krieger ist eine ergiebige Energiequelle. Wenn wir ihn gefangen nehmen, wird er so viel Energie an den Magna-Beam abgeben, wie der noch braucht. Und wenn der Magna-Beam voll aufgeladen ist, dann... Dann schicke ich diese Rebellen an einen Platz, wo sie mir nie wieder lästig werden können. Der Rebell ist jetzt in der Schreckenszone, Hordak.
Bis in den Doom Tower hätte ich es geschafft. Aber Force Captain Adora in einem so riesigen Labyrinth zu finden, wird nicht einfach sein. Moment mal, da ist sie! Alarmiere meine Leibwache. Ich nehme ihn selbst gefangen. Dieses Mal wird er mir nicht entkommen. Hallo, Adora. Wie bist du hier reingekommen? Die wirst du nicht brauchen. Ja, aber ich... Bitte hör mir in Ruhe einen Moment zu. Was willst du? Adora, weißt du noch, worüber wir gesprochen haben? Ja. Ich habe dich gebeten, in die Dörfer zu gehen und dich zu vergewissern, wie die Hordes wirklich sind. Ja, ich erinnere mich, He-Man. Hast du es getan? Hast du mit eigenen Augen gesehen, wie teuflisch die Hordes sind? Ja. Dann weißt du jetzt Bescheid, oder? Ja, ich weiß Bescheid. Und ich weiß auch, dass du ein verlogener Rebellenspion bist und dass du verhaftet bist. Gute Arbeit, Force Captain. Dieser besondere Rebell hat die Angewohnheit, mir Ärger zu machen. Und diese Angewohnheit behalte ich auch bei, Hordak. Das glaube ich ganz und gar nicht, Rebell. Wachen! Force Captain Adora, mach den Rebellen unschädlich. Meisterhaft, Force Captain. Wachen, schaff diesen Rebellen in den Plunder Room. Und packt ihn in den Magna-Beam-Auflader. Seine Energie wird genügen, um unseren Magna-Beam auf volle Power zu laden. In den Auflader? Nein, bitte, das darfst du nicht tun. Hast du irgendwelche Einwände, Force Captain? Keine Einwände, Meister. In den Plunder Room mit dem Rebellen! Erstaunlich! Seine Kraft ist unglaublich! Ich darf ihm seine Energie nicht zu schnell entziehen, sonst wird die Maschine überlastet. Das könnte die ganze Nacht in Anspruch nehmen. Probleme, Shadow? Irgendwas ist seltsam an diesen Schwertern. Sie sind nicht aus dieser Welt. Oh, sie haben eine wundersame Kraft, die ich nicht kontrollieren kann. Ich werde meine Bücher befragen müssen. Das hat überhaupt keine Eile. Bis morgen früh werde ich den Rebellen für meinen Magna-Beam die ganze Energie entzogen haben. Lass uns jetzt gehen, Shadow Weaver. Morgen mit Anbruch des neuen Tages wird das Ende der Rebellen besiegelt sein. Adora! Oh, etwas Seltsames geht hier vor sich. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich werde es herausfinden. Scheint alles in Ordnung zu sein. Der starke Rebell wird immer schwächer und bald wird er auch nur noch ein Sklave sein, aber es dient dem Wohl der Hordes. Es muss getan werden. Aber warum empfinde ich Skrupel dabei? Ich weiß auch gar nicht, wieso ich hergekommen bin. Ich muss geträumt haben. Hier gibt es nichts für mich zu tun. Adora, für dich ist die Zeit gekommen, dein Schicksal zu ergründen. Du musst dich von dem Bann, der dich zur Sklavin der Hordes macht, befreien. Möge dein Herz dich endlich führen auf den Pfad der Gerechtigkeit. Und möge dieses Schwert dir die Kraft geben, diesem Weg zu folgen.
Gebrauch deine Stärke, um die Schwachen zu schützen und die Missetaten, die die Hordes begangen haben, wieder gut zu machen. Erhebe zu deiner ersten Pflicht zu verhindern, dass dieser Mann zum Sklaven der Hordes gemacht wird. Ein Rebellenkrieger? Er ist kein gewöhnlicher Rebell, Edora. Er ist He-Man, ein Held und der Verfechter des Guten. Aber für dich, Edora, ist er noch etwas mehr. Edora, die Hordes haben dich von deinen Eltern geraubt, da warst du noch ein Baby. Du hast deinen Vater und deine Mutter nie kennengelernt. Aber du hattest auch noch einen Zwillingsbruder. Dieser Mann ist dein Bruder, Edora. Und Edora, er braucht deine Hilfe. Für die Ehre von Grayskull, Edora. Für die Ehre von Grayskull? Für die Ehre von Grayskull. Nein, mein Bruder. Für die Ehre von Grayskull! Shira, Shira. Shira. Ich bin Shira! Bruder, was haben sie dir angetan? Wie kann ich dir nur helfen? Die Wachen können jeden Moment wieder hier sein. Wer bist du? Eine Freundin, die dir helfen will. Das Schwert der Macht. Mein Schwert. Ja, aber natürlich. Das Schwert der Macht. Was hat das zu bedeuten? Aufmachen! Wer ist da drin? He-Man, fang! Bei der Macht. Beeil dich, He-Man, die Tür wird nicht mehr lange standhalten. Von Grayskull. Ich habe die Kraft! Was geht hier vor? Geht von der Tür weg, Männer! Das ist Hordak. Weg da! Geht zur Seite! Aha! Wir sollten einen Kampf vermeiden und einfach verschwinden. Warte, da ist etwas, das du nicht weißt. Ha! Der Magna Beam! Er ist voll aufgeladen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber deine Rettungsaktion kommt zu spät. Wachen! Vertreibt euch mit diesen Rebellen eure Zeit. Ich werde nach oben gehen und den Magna Beam aktivieren. Magna Beam? Was ist ein Magna Beam? Stell keine Fragen, er muss gestoppt werden. Das werde ich in die Hand nehmen. Geh du zu den Rebellen. Mach ich. Viel Glück! Shira, Shira. Vorwärts, Spirit! Shira, Shira. Ich bin jetzt Swiftwind, werte Freunde. Hey, lasst euch mal was Besseres einfallen. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Das hält mich zu lange auf. Hordak sagte, dass er raufgehen wollte. Vielleicht kann ich ja eine kleine Abkürzung nehmen. Da steckst du, Hordak. Gar nicht schlecht, Rebell. Aber nicht gut genug. Ich muss nur den Magna Beam aktivieren und dann werde ich Whispering Woods verschwinden lassen. Oh nein. Hordak aktiviert den Magna Beam. Ich muss was unternehmen. Halt! Dieser große Felsen könnte die Lösung sein. Geh runter, Swiftwind. Zu spät, Rebell. Nein, mein Magna Beam hat nur einen Felsen getroffen. Aber ich habe noch genug Power für einen guten zweiten Schuss. Tut mir leid. Shira, Shira.
Was ist geschehen? Wo sind wir? Hey! Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ich weiß, unsere Energie ist zurückgekommen und ich weiß auch genau, wohin wir gehen müssen. Zurück zu den Rebellen! Ja! Verflucht, Rebell! Du hast meinen großartigen Magnabeam zerstört und diese Nichtsnutze befreit! Ja, so ist es. Nicht schlecht, was? Nicht gut genug, Rebell. Noch habe ich dich. Ich werde dich einfrieren mit meinem Froststrahl und dann befördere ich dich eigenhändig in das Tal der Verlorenen. Waffen! Feuer! Oh nein, er entkommt uns! Oh. Der arme Hordak, das war ein ziemlich frustrierender Tag für ihn. Danke für die Rettung. Ganz ehrlich, das war gutes Timing. Brauchst dich nicht zu bedanken, dazu ist doch eine Schwester da, oder? Schwester? Was meinst du damit? Hemen, ich glaube, wir müssen uns über sehr vieles unterhalten. Das begreife ich nicht. Du sagst, du bist meine Schwester, aber ich hatte nie eine Schwester. Ich weiß, dass du überrascht bist. Ich hätte mir nie träumen lassen, einen Bruder zu haben, aber als die Frau, die im Schwert erschienen ist, das sagte, wusste ich, dass es die Wahrheit ist. Die Frau im Schwert? Das muss die Sorceress gewesen sein. Gib mir dein Schwert. Sorceress, kannst du mich hören? Sei gegrüßt, He-Man. Und auch du, She-Ra. Wie ich sehe, hast du deine Aufgabe erfüllt, He-Man. Ja. Aber es gibt noch so vieles, was wir nicht wissen. Dann hört zu und ich werde euch alles erklären. Vor vielen Jahren schenkte Marlene Randor dem König von Eternia Zwillinge. Die beiden Kinder wart ihr, Adam und Adora. Meine Eltern, meine wahren Eltern. Zwei so entzückende Kinder zu haben, erfüllte den König und die Königin mit Freude. Doch diese Freude sollte sich bald in Kummer verwandeln. Und die Ursache für diesen Kummer war eine Streitmacht aus einer anderen Dimension. Eine Streitmacht, die man die Hordes nannte. Die Hordes? In Eternia? Angeführt von einem niederträchtigen Tyrann namens Hordak, versuchten die Hordes Eternia zu erobern. Aber gegen die tapferen Soldaten eures Vaters und gegen die magische Kraft von Schloss Grayskull konnten sie nichts ausrichten. So ersann Hordak einen abscheulichen Plan. Er wusste, dass ihr beide für etwas ganz Besonderes bestimmt wart, aber er wusste dennoch nicht genau für was. Er schlich sich in den Palast und wollte euch beide entführen. Sein Lieblingsschüler war auch bei ihm. Skeletor. Ja doch. Skeletor war ein Mitglied der Hordes. Hordak hatte gerade Adora aus der Wiege gehoben und schickte sich an, auch Adam herauszunehmen, als Man-at-Arms das Kinderzimmer betrat. Man-at-Arms versuchte die Entführung zu verhindern, aber Hordak entkam mit Adora. Um seine eigene Haut zu retten, verriet Skeletor seinen Meister und er verriet uns den Weg zum Hauptquartier der Hordes. Man-at-Arms und ich begaben uns dorthin und wir hofften, Adora befreien zu können, aber wir kamen zu spät. Ja, ihr mögt uns zwar besiegt haben, aber dieses Kind werdet ihr niemals wiedersehen. Wir haben dich viele Jahre lang gesucht, Adora. Aber die Dimension, in die Horda geflüchtet war, vermochten wir nicht zu finden. Um Adam den großen Kummer, dich verloren zu haben, zu ersparen, habe ich mit einem Zauber alle Erinnerungen der Menschen an dich und die Hordes ausgelöscht. Nur der König, Man-at-Arms und ich kannten das Geheimnis. Und nun? Von mir hast du nun das Schwert des Schutzes bekommen. Und du bist She-Ra geworden, so wie es deine Bestimmung war. Alles andere hängt jetzt von dir selbst ab. Du möchtest bestimmt deinen Vater und deine Mutter sehen. Mehr als alles auf der Welt. Aber ich kann Etheria nicht einfach im Stich lassen. Die Rebellion braucht mich. Du brauchst dich nicht sofort zu entscheiden, Liebes. Wenn du zurückkehren willst, dann nimm über das Schwert wieder Kontakt zu mir auf. Nun lebe wohl, Kind von Eternia. Mein ganzes Leben hat sich durch das Schwert verändert. Ja, ich weiß. Und du solltest dir etwas Zeit lassen, um alles zu überdenken. Aber da wäre etwas, das du gleich tun könntest. Was denn? Drück deinen Bruder mal ganz fest. Ja, aber das wäre töricht, Glimmer. Du bist töricht, wenn du meinst, du könntest mich daran hindern, Bo. Hey, was ist denn hier los?
Adam, du bist wieder zurück. Und er hat den Force-Captain Adora gefangen genommen. Gut gemacht, Adam. Jetzt, wo wir sie in den Händen haben, können wir mit Hordak verhandeln. Entschuldige, ich muss dich enttäuschen, aber... Adam! Oh, bitte hör doch auf, Cringer. Ich nehme an, das ist ein Freund von dir, Bruder. Bruder? Bruder? Ja, Freunde, so ist es. Adora ist meine Schwester. Sie hat den Hordes nur gedient, weil sie von Shadow Weaver verhext worden ist. Aber ich habe den Bann gebrochen. Und von nun an schließe ich mich der Rebellion an. Oh, willkommen auf der richtigen Seite, meine Liebe. Nun, mein Kind, wir werden deine Hilfe gebrauchen. Ich werde alles tun, was ich kann. Fein, fein, fein. Vielleicht kannst du damit anfangen, Glimmer davon zu überzeugen, wie töricht es wäre, zu versuchen, Königin Angela aus Talon Mountain zu befreien. Wer ist Königin Angela? Glimmers Mutter. Sie war die Herrscherin von Brightmoon, bevor es von den Hordes überrannt wurde. Sie ist während der Schlacht verschwunden. Verschwunden, verschwunden. Einer unserer Spione hat gerade herausgefunden, dass sie eine Sklavin von Hunger ist, der Herrscherin von Talon Mountain. Selbst wenn wir nach Talon Mountain gelangen, die Harpies sind uns weit überlegen. Mit ihnen können wir es nicht aufnehmen. Wir müssen es versuchen. Sie ist meine Mutter. Ich darf nicht zulassen, dass dieses Monster Hunger sie als Sklavin hält. Das darfst du nicht zulassen. Und wir werden sie befreien. Hä? Was? Ihr solltet es Adam und mir überlassen. Denkst du nicht auch, Bruderherz? Genau. Oh, vielen Dank. Danke euch beiden. Bist du müde, Swiftwind? Kein bisschen. Ich liebe es zu fliegen. Ich flieg auch gern. Schaut, da ist es. Talon Mountain. Los, Gaida! Alarmiere sofort all unsere Schwestern! Wir müssen diese hohen Gäste gebührend empfangen! Schon unterwegs, Königin Hunger! Ja, was die Fremden wohl hier wollen, Vielleicht sind sie hergekommen, um dich zu befreien, meine liebste Angela! Sieht ganz verlassen aus. Schauen wir uns das mal näher an. Geh runter, Swiftwind. Macht euch bereit! Das gefällt mir nicht, Bruder. Mir auch nicht. Schnappt sie euch im Namen Hunger! Das ist der Empfang, den ich erwartet hatte. Schneller, Swiftwind! Die kommen immer näher. Und da vorne sind noch mehr von denen. Swiftwind, komm, jetzt ist deine Flugkunst gefragt. Flieg auf den Turm da links zu. Ja, wird gemacht, She-Ra. Sie folgen uns immer noch. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann werden die anderen Furien jede Sekunde da um die Ecke kommen. Und das heißt, wir fliegen einfach nach oben, Swiftwind. Ich glaube, das war eine schmerzhafte Erfahrung für die. Oh, diese Trottelstümper, diese Spatzenhirne. Deine grässlichen Handlanger haben ihren Meister gefunden, Harpy. Triumphiere ruhig, solange du es noch kannst, Angela. Meine schwachen Schwestern mögen sie gerade überlistet haben. Aber sie müssen noch mit mir fertig werden. Hangars Thronsaal müsste sich direkt hinter dieser Tür befinden. Dann lass uns doch mal Hallo sagen. Schau, das muss Königin Angela sein. Komm. Königin Angela, wir sind hier, um euch zu befreien. Wie nett von euch! Ihr Tore! Ihre Zauberkraft ist wirklich umwerfend. Zeigen wir ihr mal, wie umwerfend unsere sein kann. Jetzt habe ich euch zwei, wo ihr hingehört. Sollen wir dem Monster jetzt mal den Spaß verderben? Das ist eine gute Idee.
ein wundervoller Anblick. Euch Trottel werde ich lehren, wie gefährlich es ist, mit Hanga seinen Schabernack zu treiben. Lass uns schnell die Schwerter kreuzen. Oh, nein! Raus mit der Sprache. Wo ist die richtige Angela? Sie befindet sich hinter dem Thronsaal. Außerhalb. Etwas Geduld, Eure Majestät. Ich habe euch gleich befreit. Danke, mächtiger Krieger. Mein Name ist He-Man. Könntet ihr mir diesen grauenvollen Kragen abnehmen, He-Man? Das dürfte nicht so schwer sein. Das wär's. Es war dieser Ring, der verhindert hat, dass ich meine Zauberkraft benutzen konnte. Aber jetzt, wo er ab ist... Sehr beeindruckend, faszinierend. Und jetzt sollten wir uns auf den Weg machen. Ich kenne da eine junge Dame, die es kaum erwarten kann, euch zu sehen. Ihr Name ist Glimmer. Glimmer? Meine Tochter? Majestät, folgt uns. Was für ein wundervoller Tag ist das. Meine Lieben, ihr Lieben, alle Lieben, ich könnte vor Rührung weinen. Ja, Madame, ich weine auch. Der Anblick ist wunderschön, nicht wahr? Eine Mutter und eine Tochter vereint. An was denkst du, Schwesterlein? Ich hab gedacht, jetzt, da Königin Angela wieder zurück ist, hat die Rebellion eine bessere Chance gegen die Hordes. Und damit könnten wir unserer Heimat Eternia einen Besuch abstatten. Wann möchtest du aufbrechen? Wäre sofort zu früh für dich? Wer ist das? Ein Mann und eine Frau zu Pferde. Hier, schau selbst. Ich kenne diese Frau. Das ist Force Captain Adora. Hordak hat sie schon gesucht. Wir sollten das melden. Ja. Soll das heißen, Mutter und Vater wissen nicht, dass du He-Man bist? Nein, und besser wäre, wenn du ihnen nicht sagst, dass du She-Ra bist. Gut, Adam, wie du meinst. Wann werden wir das Tor erreichen? Wenn wir über den Hügel sind, nehmen wir Kontakt mit Sorceress auf und sind dann bald zu Hause. She-Ra! Nun, Adora hat sich mit den Rebellen zusammengetan, Shadow Weaver. So wirken also deine tollen Zauberkünste. Das hat an diesem verflixten Schwert gelegen, das He-Man ihr gegeben hat. Wäre ich nur hinter sein Geheimnis gekommen, bevor diese Kriegerin auftauchte und es gestohlen hat. Die kriege ich auch noch. Aber jetzt werde ich erstmal Adora gefangen nehmen. Bist du bereit? Adam, glaubst du, Vater und Mutter werden mich mögen? Adora, sie werden dich lieben. Lass uns gehen. Warte auf mich, Adam! Da ist sie. Aber was hat sie vor? Das ist ein Dimensionentor. Sie verlässt diese Welt. Nein, nein, ich lass sie nicht entwischen. Übernimm du das Steuerpult, Shadow. Willkommen in Eternia, Prinzessin. Prinzessin? Ja, du bist doch die Tochter eines Königs und einer Königin. Oh, es wird eine Zeit lang dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. Adam, ich habe deinem Vater und deiner Mutter erzählt, dass ich dich auf eine Mission geschickt habe. Und dass du mit einer Überraschung zurückkommen wirst. Oh, ich hoffe, sie werden angenehm überrascht sein. Keine Angst, meine gute Adora. Sie werden sich genauso freuen, wie ich mich freue, dich zu sehen. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich muss lernen, meine Raketenform besser in den Griff zu bekommen. Nanu, wo bin ich denn hier wohl gelandet? Schloss Grayskull. Gütige Hordeswelt, ich bin wieder in Eternia.
Also, Adam, wir haben getan, was du verlangt hast. Wo ist denn nun deine Überraschung? Müssen wir den ganzen Tag warten? So, jetzt dürft ihr eure Augen wieder aufmachen. Wer ist das, Vater? Bei unseren Urvätern. Es wurde aber auch Zeit. Adam! Mutter, Vater! Meine Tochter, meine geliebte, süße Tochter. Wieso Tochter? Aber das verstehe ich nicht. Teela, sie ist Adora, verstehst du? Adams Zwillingsschwester. Und sie ist wieder da, nach so langer Zeit. Oh, ich glaube es nicht. Wie bezaubernd du aussiehst. Liebe Mutter, ich bin so froh, dass Adam mich hergebracht hat. Mein Sohn, ich möchte, dass du weißt, dass du mich heute zu dem glücklichsten Menschen von ganz Eternia gemacht hast. Die königliche Familie von Eternia ist ab heute wieder vereint. Und ich schwöre bei unseren Urvätern, dass uns nie wieder jemand trennen wird. Ja, es hat sich seit meinem letzten Besuch einiges geändert. Wäre es möglich, dass mein alter Schüler und Kampfgefährte noch hier ist? Hm? Ah, mein alter Thronsaal. Das ist jetzt mein Thronsaal, alter Freund. Skeletor, ah, wie schön, dich wiederzusehen. Was hat dich nach so langer Zeit wieder nach Eternia verschlagen? Ich bin hergekommen, um einen Verräter der Hordes zu suchen. Und wie es aussieht, habe ich einen gefunden. Hordes, das ist lächerlich. Ja, du bist besser geworden, seit wir uns zuletzt gesehen haben. Ja, mein Schüler. Und zwar so viel besser, dass ich auch mit dir fertig werden kann, mein alter Lehrer. Ich habe es geschafft. Ich habe ihn in seine Dimension zurückgeschickt. Ich habe ihn... Denkst du, du könntest deinen alten Mentor so einfach besiegen? Denkst du das, Skeletor? Wir sind noch nicht fertig miteinander! Warte noch! Es ist doch dumm, dass wir uns so bekämpfen, Skeletor! Du hast mich im Stich gelassen, mich unseren Feinden ausgeliefert! Du hast mich an dieselben Feinde verraten. Ich finde, wir sind quitt. Vielleicht hast du recht. Aber mir gehört Eternia. Ich werde es erobern. Ich werde es niemals den Hordes überlassen. Skeletor, die Hordes haben gar kein Interesse mehr an dieser Welt. Ich bin nur hier, um einen Verräter zu schnappen, von dem ich dir erzählt habe. Dieser Verräter? Wer ist er? Es ist kein er, es ist eine sie. Es ist das Baby, das ich Randor vor vielen Jahren gestohlen habe. Prinzessin Adora. Was? Genug jetzt. Hilf mir noch ein letztes Mal, die Verräterin zu fangen, dann kehre ich in die Welt zurück, aus der ich gekommen bin. Und dann lasse ich dich in Frieden. Ansonsten... Ha, deine Drohungen jagen mir keine Furcht mehr ein. Aber ich werde dir helfen, nur um dich schnell wieder loszuwerden. Das ist eine weise Entscheidung. Weißt du, Skeletor, deine Schlechtigkeit, deine Boshaftigkeit kann sich fast mit meiner messen. Wir können doch zusammen diesen Dummköpfen aus Eternia das Leben zur Hölle machen. Das wäre doch so wie in alten Zeiten, Skeletor. Ja, ja. Wie früher, wie in den alten Zeiten. Ja. Sagte Madame Res Schlamm statt Schwamm und verwandelte so das Lager in einen Sumpf. Diese Madame Res könnte mit unserem Orko verwandt sein. Wer ist Orko? Ein kleiner Freund aus der fernen Trova-Dimension. Zurzeit besucht er seinen Onkel, aber er wird bald wieder zurück sein. Du wirst ihn mögen, Schwesterlein. Oh, ich freue mich schon auf ihn. Nimm dich vor ihm in Acht, wenn er dir einen Trick vorführen will. Ja, nimm dich in Acht vor ihm. Hallo, ihr Würstchen. Gut gemacht, Cobra. Ein Schlafgas setzt sie für ein paar Stunden außer Gefecht. Aus dem Bild, ihr Obertrottel! Nun wird's
Zeit für einen kleinen Zaubertrick. Fantastisch! Unsere kleine Falle ist gestellt. Lassen wir sie einfach eintappen. Und dann haben Duncan und ich deine Mutter aus dem Schiff gehoben. Tretet ein! Ich bitte um Vergebung, Eure Majestät, aber ich dachte, ihr hättet vielleicht gern einen besonderen Nachtisch für diesen besonderen Anlass. Oh, die sieht wundervoll aus, nicht wahr? Ja, aber meinst du nicht, dass sie etwas zu groß ist für 4 Personen? Ich werde schon dafür sorgen, dass nichts übrig bleibt. Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät, aber dieser Kuchen ist was ganz Besonderes, wie ihr gleich sehen werdet. Seid gegrüßt, Prinzessin. Hordak. Skeletor. Hilfe! Zu Hilfe! Dieser verflixte kapmorasische Tiger ist eben entwischt. Ich habe das, was ich wollte. Verschwinden wir von hier. Tricups, los doch, hol uns an. Bin schon unterwegs, Skelette. Schnell, alle Mann an Bord. Halt! Zu spät, Men at Arms. Du kannst aber deinem König schon mal sagen, dass er sehr bald von mir hören wird. Ha! Er ist uns entwischt, verdammt. Wir können ihn nicht mehr schnappen. Ruft meine Soldaten zusammen. Wir werden Snake Mountain dem Erdboden gleich machen, wenn es sein muss. Sire, ich weiß, was ihr empfindet, aber eine kleine Gruppe hat eine bessere Chance, Adora wieder zu befreien, als die ganze Armee. Mein Vater hat recht, Eure Majestät. Wer weiß, was Skeletor Adora antut, wenn er eure Soldaten ankommen sieht. Hört auf sie, König Rendor. He-Man! Also ich habe irgendwie geahnt, dass er auftauchen würde. Oh, He-Man, Sie haben mir meine Tochter wieder weggenommen. Bitte holt sie wieder zurück. Ich befreie sie, Königin Marlaine. Das verspreche ich euch. Der Wind Rider ist aufgetankt und startklar. Dann los, Beeilung! Es ist alles bereit, Hordak. Und du bist sicher, dass ich so wieder nach Etheria zurückkomme? Ja, da bin ich ganz sicher. Gut, aber wenn du lieber hier bei mir bleiben willst... Oh nein, diesen Ort mag ich nicht. Los, ihr zwei, bringt Adora her. Nein, nein! Was ist? Worauf wartet ihr denn noch? Ich fürchte, der Plan hat sich gerade geändert, mein alter Freund. Ich glaube, ich habe eine viel bessere Verwendung für die Prinzessin als du. Was? Los, ergreift ihn! Nein! Skeletor! Du Verräter! So, dann sind wir losgeworden. Tja, und nun, Prinzessin, muss ich mir überlegen, was ich denn jetzt mit dir anfange. Oh Mann, sie ist eben in Ohnmacht gefallen. So sind Frauen nun mal unberechenbar. In den Kerker mit der Prinzessin Petzgesicht. Ich werde mit Rondor Verbindung aufnehmen und meine Forderungen stellen. Du bist wirklich eine sehr hübsche Prinzessin. Wie bedauerlich, dass wir dich im Kerker einsperren müssen. Danke für das Kompliment, du Fratze. Mach auf, das kannst du doch nicht mit mir machen. Tja, so kann man sich irren. Wiedersehen. Hey, wo gehen wir denn hin? Wir gehen ins Labor. Skeletor hat mich beauftragt, das Schwert zu untersuchen, das die Prinzessin bei sich hatte. Wozu denn? Hordak hat Skeletor gesagt, es hätte was Besonderes an sich. Da hatte ich ja großes Glück. Jetzt werden die Chancen etwas gerechter verteilt. Für die Ehre von Grayskull! Skeletor ruft König Rendor! Skeletor ruft König Rendor!
Los, melde dich mal, du königlicher Hanswurst! Es gehört sich nicht, Leute so zu titulieren. Wer bist du denn, Mädchen? Mein Name ist She-Ra und du brauchst nicht zu versuchen, den König zu erreichen, denn ich werde die Prinzessin befreien. Was? Schnappt sie euch sofort! Ihr seid aber ganz schön aufdringlich. Oh, also gut, ein Tanz und dann ist Schluss. Jetzt wisst ihr, wofür ihr eure Köpfe habt. Oh, ihr verdammten Schwachköpfe, Blödmänner. Alles muss man hier selber machen. Was, was, ha, voll daneben. Sei doch bitte nicht so voreilig, du Klappergestell. Jetzt siehst du schon wesentlich besser aus, Knochengerüst. Schau doch mal, da ist die, die das Schwert gestohlen hat. Ich werde sie kalt machen. Also nun reicht es mir aber wirklich. Hier weiß wohl niemand, wie man eine Dame behandelt. Der Thronsaal liegt direkt vor uns. Passt jetzt bloß auf. Eamon, Achtung! Was ist denn mit denen passiert? Ich kann mir denken, wer dahinter steckt. Hallo, Eamon. Schade, aber du hast den größten Spaß verpasst. Wer in aller Welt ist die Frau denn da? Teela, Man-at-Arms, das ist meine Freundin She-Ra. Freut mich, euch kennenzulernen. Wo ist Prinzessin Adora? Oh, sie ist... Sie ist in Sicherheit. Richtig, ja, sie ist in Sicherheit. Gut, und was wollen wir denn noch hier? Das frage ich mich auch. Was hältst du davon, wenn wir gehen? Gut, gehen wir. Ich kann es einfach nicht fassen. Ich auch nicht, ein weiblicher Himmel, oh je. Das ist der ärgste Tag meines Lebens. Was? Du willst wieder nach Etheria? Das kann nicht dein Ernst sein, Edora. Bitte versucht mich zu verstehen. Ich liebe euch sehr, aber Etheria ist meine Welt und ich muss mithelfen, die bösen Hordes zu vertreiben. Oh, da ist bestimmt der Grund dafür. Habe ich recht? In gewisser Weise ja. Mir ist nach der gestrigen Entführung klar geworden, dass er mich nie in Frieden lassen wird. Und wenn er wiederkommt, wird er euch vielleicht ein Leid antun. Und das könnte ich nicht ertragen. Wir fürchten uns nicht vor den Hordes. Und wir werden dich beschützen. Oh, Mutter, ich weiß, wie schwer es für dich und Vater ist. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es euch gibt, kann ich zu euch zurückkommen, wenn ich Etheria befreit habe. Und wie lange wird das dauern? Wie lange werden wir wieder auf unsere geliebte Tochter warten müssen? Das weiß ich nicht, Vater. Aber wenn Eternia von den Hordes geknechtet werden würde, würdest du den Kampf aufgeben, bevor er gewonnen wäre? Ich wünschte, du würdest hier bleiben. Aber ich verstehe dich. Und ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Oh, Vater. Ich werde dich vermissen, Adam. Oh, ich werde dich auch vermissen. Ich werde hier mal wieder kein Schwein vermissen. Vergiss niemals, Edora. Wann immer du zurückkehren willst, erhebe nur dein Schwert und rufe meinen Namen. Ich werde daran denken. Und hab Dank, Sorceress. Du hast mir die glücklichsten Momente meines Lebens geschenkt. Und ein Schicksal, das zu erfüllen sich lohnt. Dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Edora, komm zurück zu uns. Das werde ich. Komm, Spirit. Also dann, auf Wiedersehen. Auf geht's. Los, nach Whispering Wood, Spirit. Würde die Dame vielleicht einen Prinzen mitnehmen? Adam, aber was? Ich habe mir gedacht, ich helfe dir, die Rebellion ordentlich in Schwung zu bringen. Ich hoffe, du nimmst meine Hilfe an. Wie könnte ich das ablehnen? Was hast du, Spirit? So viele Flyer habe ich noch nie gesehen. Irgendwas ganz Großes ist da im Gang. Wir müssen schnellstens nach Whispering Woods. Wie recht du hast. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Oh Mann, das
Mir wird aber sehr nach Double Trouble. Vorwärts, Kätzchen! Also, ihr führt den Angriff auf den Westwall, ich übernehme den Ostwall. Und was ist mit uns? He-Man, She-Ra! Gott sei Dank, dass ihr gekommen seid. Wir werden Schloss Brightmoon angreifen und die Hordes vertreiben. Das hört sich gut an. Jetzt können wir es endlich mit den Hordes aufnehmen. Haltet euch bereit. Das ist wahrscheinlich ein Trick der Hordes. Nein, wartet. Was hast du denn vor? She-Ra, sei vorsichtig! Ruhig, mein Freund. Hab keine Angst. Sie wollen uns nichts tun. Sie wollen uns nur im Kampf gegen die bösen Hordes helfen. Oh, ja, großartig. Verstärkung können wir immer gebrauchen. Aber woher wusstest du das? Ich bin mir nicht sicher. Weißt du, es kommt mir vor, als könnte ich ihre Gedanken lesen. Ich wünschte, die Sorceress hätte uns was über deine magischen Kräfte gesagt. Dürfte ich mal vorschlagen, dass wir jetzt unseren Marsch auf Bright Moon beginnen, bevor hier noch irgendetwas ganz Ungewöhnliches geschieht? Du hast recht, Kaul. Rebellen, seid ihr bereit, die Hordes aus Bright Moon zu vertreiben? Ja! Auf geht's! Heute werden wir zurückerobern, was uns gehört! Ihr Leute der Hordes, hört mir zu. Als Königin dieses Reiches fordere ich euch auf, mir Schloss Brightmoon kampflos zu übergeben. Du warst schon immer eine törichte Frau, Angela. Schieß die Bettlecks ab! Was liegt denn da herum? Das sind Bettlecks, ferngesteuerte Roboterflugzeuge. Sie fliegen ohne Piloten. Vorwärts, Swiftwind! Destructor Tanks, vorrücken! Da kommt etwas, womit wir spielen können, Kätzchen. Los! Na los! Warte, Swifty! Ganz ruhig! Und jetzt los! Bist du bereit, meine Tochter? Bereit, Mutter! Schnappen wir sie uns! Bettnecks und Destructor-Tanks zerstört. Die Rebellen rücken auf das Schloss vor. Verdammt! Aktiviert die Stunner! Oh, du liebe Güte! Durch die Geschosse der Stunner-Kanonen werden unsere Leute bewusstlos. Wir müssen sie unschädlich machen. Überlasst das nur uns, Madame! Kommt mit, Leute! Wir müssen ihnen helfen. Geh runter, Swiftwind! Ich habe das fliegende Pferd im Visier. Jetzt ist es geliefert. Pass auf! Swiftwind! She-Ra! Ist alles in Ordnung? Ja, aber Swiftwind... She-Ra! Ich bin verletzt. Oh, He-Man, er wird sterben. Ich spüre seine Schmerzen. Wenn ich nur etwas für Swiftwind tun könnte. She-Ra, deine Hände. Schau, sie leuchten. Wie ist das möglich? Für die Ehre von Grayskull. Deine Wunden sollen geheilt werden. Danke, liebste Freundin. Das habe ich gern gemacht, werter Freund. Da sind noch ein paar, die ein Schläfchen verdient haben.
Nanu, ich habe keine Energie mehr. Was fällt euch ein, ihr verdammten Nager? Dieses Pfeil fertig machen und abschießen! Das war ein glatter Volltreffer. Stander nicht mehr funktionsfähig. Rebellen sind jetzt ins Schloss eingedrungen. Nein, das darf nicht wahr sein. Die Hordes kann man doch nicht so einfach besiegen. Da irrst du dich aber, du Fiesling. Du schon wieder? Das Spiel ist aus, Hordak. Bright Moon ist frei und schon bald werden auch alle anderen Reiche befreit sein. Mit einem Sieg ist noch keine Schlacht gewonnen, Shira. Sie werden wiederkommen. Und ich werde auf sie warten. Das ist ein denkwürdiger Tag für Etheria, meine Tochter. Und das ist das Verdienst von She-Ra und He-Man. Ohne sie hätten wir das doch niemals geschafft. Wo sind sie denn? Sie müssten doch hier irgendwo sein. Hör, wie sie jubeln. Es freut mich, sie so glücklich zu sehen. Und wie steht's mit dir? Bist du glücklich? Ja und nein. Du kehrst nicht mit mir nach Eternia zurück, habe ich recht? Ich kann nicht. Hordak hat recht. Mit einem Sieg ist noch keine Schlacht gewonnen. Und Etheria muss diesen Krieg gewinnen. Ich werde hier gebraucht, He-Man. Und ich weiß nicht, wie lange. Das kann ich verstehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles so vorbestimmt war. Dass ich He-Man geworden bin, um Eternia zu beschützen. Und du She-Ra geworden bist, um Etheria beschützen zu können. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich wünschte nur, dass es einfacher wäre. Sag Mutter und Vater, dass ich sie liebe. Das mache ich. Bist du bereit, nach Hause zu gehen, Battlecat? Klar doch, He-Man. Grüße bitte alle meine Freunde von mir. Und solltest du mal meine Hilfe brauchen... Werde ich dich rufen. Und solltest du mal irgendwann... Dann weiß ich, an wen ich mich zu wenden habe. Aufwärts, Swiftwind! Leb wohl, She-Ra! Prinzessin der Macht! Leb wohl, He-Man! Liebster Bruder! She-Ra, She-Ra!